Nicht 20 Hallo sind. Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Battlefield Bad Company 2. Ich muss husten. Aua. Im Multiplayer. Hallo. Wieder dabei ist natürlich Oh, tut das weh, das tut weh, das tut weh. Solle Vitum, der kranke Scheiße macht. Ja. Was? Uns geht's super. Uns geht's super. Du, wir haben hier die beste Zeit unseres Lebens. Ja, besonders, ey. Boah. Besonders mit Frauen und Boond. Und ja, Simon, möchtest du ein bisschen darüber erzählen, wo du warst und was du gemacht hast und welche? Ja, gerne. Also, achso, ist ja Rush. Fuck. Auf dem Hurricane Festival in Schesel. Es ist ein alternatives Festival mit dem Schwerpunkt noch auf der Rockmusik. Ich weiß nicht, wie lange das noch mit dem Schwerpunkt da sein wird. Dort haben wir, ich mit meiner Clique, wir waren insgesamt zu 10 da, haben da gezeltet. Ja, hab ja. Eine sehr, sehr 5 Tage lang sehr viel Zeit da verbracht. Wir hatten insgesamt 240 Liter Bier mit und 25 Liter Wein, die wir dann zu dritt leer gemacht haben. Und ne, das war kennt ihr ja viel und deswegen habe ich dann auch so eine Stimme. Kennt ihr ja von eurem Papi, ne? Der macht das ja ungefähr ähnlich, aber der hat halt nur eine Person. Ja. Ja. Gut, und keine Musik dabei. Nee, der hat auch keine Musik dabei, der hört lieber die Bierflaschen klimpern, wenn er sie nach euch wirft, aber das kennt er ja alles. Das ist ja für euch gang und gäbe, das erlebt ihr ja täglich. Ach fuck. Gut, dass ich gerade so gut in diesem Spiel bin. Ja, gut auch, dass unser Team irgendwie hier da hinten rumkrebst und wir nach vorne gehen. Das ist sehr, sehr praktisch. Und wir sind auch noch mehr Leute. Ach, wir sind mehr Leute, das ist ja schön. Sowas erfreut mich dann immer. Hier liegt was rum, hier liegt was rum. Ach, und unsere Drohne flattert hier gerade rum und macht gar nichts. Praktisch. Wo denn? Wo? Kann ich nach? Okay. Da. Ja, gut, also es ist wieder eine kleine Chaosrunde, habe ich so festgestellt, jetzt gerade so. Kaum. Ja, alleine, wir fast unkommentierbar sind. Ach, wir sind doch die besten Kommentatoren der Welt. Wow. Hey, also wirklich, also ich finde uns jetzt nicht schlecht. Also ich finde, das geht schlimmer. Ja, also warten wir nochmal 5 Jahre, dann können wir auch die SDS anmoderieren. Nee, das können wir jetzt schon. Das kann ja, dreijähriges das Kind das im Stimmbruch. Jeder. Das kann wirklich jeder. Also die DSDS kommentieren ist so... Also das Schlimmste oder das Krasseste, was ich da gesehen habe, war einfach der Moderator, der einfach mal gefragt hat, die Kandidatin, ob ihre Ocken eigentlich Namen hätten. Also das war das Schlimmste, was ich bisher erlebt habe. Also so was Unprofessionelles habe ich ja noch nie gesehen. Das ja, geht ja mal... Remy und Demi. Die heißen Halt und die Fresse. Nee, Remy und Demi. Zick und Zack, Max und Moritz... So muss man auch da herumlaufen, das haben wir auch die ganze Zeit gemacht, bei hübschen Frauen. Nanu, wer bist denn du? Ach du Scheiße. Und so kann man oft ein Gespräch anfangen, hat mich gewundert. Ah, endlich werde ich so ein niveauvoller Typ, echt? Oh Gott, was ist denn hier los, ey? Ich habe das überlebt. Oh nee, ey, das ist das Problem langsam hier. Wenn man hier mit ein bisschen Spaß rangeht, die Leute sind mittlerweile so gut, wenn hier ein bisschen Spaß rangeht, dann schafft man nichts mehr. Nee, nee, du musst da reingehen und sagen, bam. Oh, hier, Hubschrauber, Hub ab. So. Oh, warte, ich steig da mit rein. Soll ich das Ding jetzt fliegen? Ja. Ich flieg das Ding sicher nicht. Nö, mach ich nicht. Ja, dann steig aus und ich mach das. Ja, dann mach du das mal. Geh da raus, weg da. So. Nee, jetzt fliegst du das Ding nicht. Jetzt fliegt er das, ist okay. Aber ich hab jetzt die fiese Waffe. Mhm. Ich glaube, es dauert genau 3 Sekunden, bis wir wieder am Boden sind. Siehst du? Ja. Ich will hier raus. So, und das war's auch schon mit dem Hubschrauber. Sehr schön. So schnell kann das gehen. Ach, das ist doch schön hier. Verabschiedet sich noch mit so einem kleinen Feuerwerk. So dankbar, so fickt euch, ihr Idioten. Ich hätte euch so viel gebracht, aber nein. Wo bist du denn gelandet? Ich bin hier so gelandet. In der Base wieder. Ja. Ich hab so ab 20 Reparatur gesagt, nö, jetzt nicht mehr. Das muss ich mir nicht geben. Das brauche ich auch nicht. Das ist ja... Ne? Hey, Zielen ist auch geschenkt. Das, ja, komm, Sniper. Ach so, Leute, und wenn ihr nochmal sagt hier von wegen, spiel doch mal ein bisschen besser. Nö, habe ich überhaupt keine Lust zu. Habe ich überhaupt keine Lust zu, irgendwie besser zu spielen. Wenn ihr gute Spiele sehen wollt, dann guckt euch so eine scheiß Kill Competition an hier von Battlefield. Das ist nämlich einfach nur sehen, wie Leute andere Leute abmurksen und hat nichts mit spielerischer Qualität zu tun. Ich könnte halt auch, was denn? Ja, das ist halt fast kein Let's Play mehr.
Nö, das ist überhaupt kein Let's Play mehr. Also da braucht ihr einfach nicht in Let's Play angucken, muss ich sagen. Also kommentieren und witzig kommentieren, gerade da locker rangehen, fordert unglaublich viel Konzentration. Gerade weil hier jedes Spiel einfach mal anders ist. Ja, eben, Kill Compilation ist, du nimmst 500 Minuten auf und schneidest 2 Kills zusammen. Ja, und das ist irgendwie billig, möchte ich sagen. Nee, dann rockst du richtig. Ach so, ja, dann bin ich ja cool, ne? Ja. Ja. Ich mache das ja sogar schon bei League of Legends, dass ich das versuche immer aus einem Spiel zu machen. Ja, es ist ja auch immer aus einem Spiel und die Spiele sind ja auch relativ gut, sag ich mal. Also da kann man ja auch die Kill-Tode-Statistik dann einsehen und dann sieht man halt mal, dass du einfach mal so 10-2 gespielt hast. Das ist dann ja auch eine gute Statistik. Aber das kannst du hier einfach nicht erreichen. Ja. Boah, ich habe jemanden getötet, ich werd bekloppt. Nee, ich habe auch jemanden getötet. So, warte, ab in die Base und leb, auf der Statistik. Leb mal eine Runde. Leb einfach mal eine Runde. Atme noch ein bisschen. Ja, okay. Komm, da gerade eine... So, jetzt weiß ich auch, Apollo, wie du deinen Rang 50 hingekriegt hast, ja? Ist nämlich ein bisschen billig, muss ich sagen. Ich sehe nur, wie diese Granate da ankommt und du das einfach mal weg. Das war C4-Sprengstoff. Ja. Oder so. Ja, keine Chance. Mach's so gut, Apollo. Kriegst du deinen Rang 50 gut zusammen. Hast du richtig gut gemacht. Ist auch so einer, der sich denkt so, ach, ich nehme jetzt dem Kind den Lutscher weg und dann bin ich auch eine ganz harte Sau. Dann finden mich die Frauen auch toll. Hey, Baby, ich hab eine KD von 50 und du? Alter Schwede, das war lustig. Gott, war das lame, ey. Ich mach ein bisschen Barrel schießen, die rollen auch so weit. Hui. Ich will diesen Laster nehmen. Sieht kaputt aus. Ach, den kriege ich hin, ich bin MacGyver. Ich habe ein Gummiband und ein Kaugummi dabei und dann Aber weißt du, was wir noch gar nicht hatten? Sex? Oh Gott, sterben! Warte, ich sterb gerade von der Base. Mach ich mal die Deckung. Oh, guck mal! Hä? Okay, das war ein Hacker. Tut mir leid. Also wenn neben mir das massive Betongebäude einfach mal zerbröselt und ich kurz darauf... Das war übrigens ich. Du hast das Betongebäude zerbröselt? Ja. Hast du gut gemacht. Entschuldigung. Hast du echt gut gemacht. Nebenbei, ich lebe noch. Ach so. Ja, hier. Arschloch, ey. Das ist denn, was auch passiert, wenn man denn keinen Bock mehr hat und einfach sagt, nö. In einem unbekannten Land. So, und jetzt hatte ich auch gerade einen Leck. Das ist sehr schön. Unser Helikopter ist da oben gerade wieder abgemuxt worden. Aber die Spieler hier sind auch schon eine harte Sau. Also ich laufe gerade auf Stacheldraht. So, ich laufe gerade auf Stacheldraht. Was machst du? Ja, du trinkst deine Schraubenmuttern morgens wahrscheinlich noch mit Milch, ey. Idiot, ey. Muschi. Kannst du in den Weicheischuppen gehen? In den Super Weicheischuppen Junior. Super Weicheischuppen Junior, Alter. Ich liebe SpongeBob. SpongeBob rockt. Das ist einfach so geil. Was sind hier eigentlich für Übermongos, die spielen können? Das ist ja ätzend, ey. Wahrscheinlich sitzt da gerade Kevin, der sich sein Bäuchlein krault. Nee, Malte krault ihm das Bäuchlein. Weil Kevin gerade nicht rankommt, der muss ja spielen. So, jetzt mal ganz vorsichtig hier. Ich bin so gut wie tot, merke ich eigentlich. Also im Moment passiert... Nee. Simon? Ach, mein Internet ist gerade zusammengebrochen. Mensch. Ja, super. Ja gut, dann machen wir den Part gleich mal zu Ende. Und dann sehen wir uns gleich wieder im neuen, in der neuen Aufnahme. Bis gleich. So, nachdem mich das Internet aber wirklich wüst verabscheut hat im letzten Part, werden wir, beziehungsweise im letzten Teil gerade, oder eben gerade für euch, bei euch war es ja nur eine Minute, werde ich jetzt mal versuchen hier, oh Gott, auf diesem Server mal was zu reißen. Natürlich wieder mit Simon. Anders geht's ja gar nicht. Geh mal irgendwo, wo ich snipern kann. Ja, den geh doch snipern irgendwo hin. Ich geh selber weg, ja, ist okay. Lass mich ja, hier. Ja, geh weg. Hau ab. Heute auch mal im Eroberungsmodus, also... Ich mag ja Rush eigentlich immer ein bisschen lieber irgendwie, aber Boots, Gegner ausgeschaltet. Rächerkill. Digga, man kann auch jemanden in die Kläranlage schubsen und dann gibt's ein Rächenkill. Weil es da die Rächer vorklebt, kein Rächen gibt. Ja, danke für den Jingle, dankeschön. Ich leg mich da richtig ins Zeug für den. Boah, ja, das ist wirklich toll. Immer für die, alles für die Kids, ne? Alles für die Kids. Ich tue alles für die Kids. Oh. Ich hatte doch gerade einen in die Boxen verschwinden sehen. Gehen sehen. So. Eben hier und. Hä? Oh. Ah.
Rang 50er mit dem Panzer in der Basis, schade. Also habe ich hier noch einfach nichts. Ich brauche auch irgendwie, ich brauche einen Platz, wo ich mich hinsetzen kann, stehen bleiben kann. Kacken kann. Ja, kacken ist immer ganz toll. Ich empfehle dir eine Toilette. Das ist meist sehr hygienisch. Also ja, jetzt nicht die öffentlichen in New York, die sind alles andere als hygienisch. Also ich hatte echt nur 5 Tage Dixie und ja, kenne ich. Dixie kenne ich auch. Oh, wir haben verloren. Wie schön. Ja, schaltet mich alle nacheinander aus. Ja, macht Spaß. Natürlich doof, aber was soll's. Ja, und jetzt wird einfach mal so aus völlig aus mir unerfindlichen Gründen wird dann eine Forschungsstation gesprengt. Auch schön. Auch schön. So, das mache ich in meiner Freizeit sehr oft. Ja, einfach mal irgendwie was sprengen. Zu meinem Nachbar. Ja. Du willst hier nicht wissen, wie es hier... Genau. Ach, ich habe eine 100%ige Genauigkeit mit der RPG. Das ist ja schön. Ja, ich hatte 80. Ich hatte, ne? Weißt du. Ach Gott. Das Schöne ist ja, wir sind mit diesem Part fast fertig. Weil, oh Gott, Gott sei Dank, ey. Ja, dann können wir mal versuchen, im nächsten Part ein bisschen was zu reißen. Ich hole mir dafür jetzt erstmal schon mal den Panzer. Zwischendrin, aber beitreten klicken wäre eine Idee. So, dann laden wir ein bisschen nach. Das sniper ich. Und könnt jetzt vielleicht mal irgendeine Flachpfeife hier in meinen Panzer rein oder ich ein paar Ingenieure kriegen oder so? Ich bin auch schon super. Drin. Ah, sehr schön. Aber da will ich nicht bleiben, ich will da unten lang und dann snipern. Ach was. Ja. So, dann rotzen wir hier mal irgendwie ein bisschen rein in die Gegend. Ach, da oben ist ja schon was. Och, fick mich doch hart, ey. Was, schon tot? Ja. Das ging aber schnell. Ein bisschen Kahlschlag hier. Hat jemand dieselbe Idee wie ich? Ach was. Hat er sie einfach nur besser umgesetzt? Ja. Natürlich schade. Ehrlich, weil der auch noch alle 7 Sinne beieinander hat, oder wie viel hat man? Ja, nee, ist eigentlich nur 6, aber man hat ja gern mal den 7. Sinn, ne? Ja. Es gibt auch dieses schöne Lied, ich weiß nicht, ob von Herbert Grönemeyer oder und Udo Lindenberg, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber mein 7. Sinn... Schon wieder von Aspirin, fickt euch doch, ihr seid echt unsichtbar, ach, ihr blöden Lehrer. Jawohl, und ich kriege immer in die Fresse hier, ist sehr schön. Ich geh mal zu Ich habe ja auch keine irgendwie Leute, die mich in irgendeiner Weise reparieren würden, sondern... Ich mache es einfach aus Prinzip nicht, selbst wenn ich könnte. Ach, das ist doch hier Teamplay wie aus dem Bilderbuch, also so kinderbuchmäßig, ne? So. Das liegt jetzt allerdings daran, dass man wirklich jetzt League of Legends schon Teamplay gewohnt ist. Und wenn man jetzt nee, ist man auch nicht. Also muss ich wirklich sagen, ich bin von League of Legends kein Teamplay gewohnt. Ah, mittlerweile geht's. Ja, es geht gerade so, oh Gott, Sniper. Ja, es geht gerade so, muss ich echt sagen, gerade so. Ja, also jetzt allerdings sind dann mit der etwas höheren Elo, dass die dann doch etwas mehr begreifen, dass man da Wards stellen kann. Ja, ja. Ja, also ist es, muss man halt von Fall zu Fall... Ach, fick dich doch! Boah, wir haben Headshot 39, super geil. Schon wieder von Aspirin-Schwuchtel-Lutscher. Aber ganz kurz, hier 3-1, also manchmal, ne, und hin und wieder, ganz selten mache ich mich dann auch mal. Ja, gut, also ich könnte diesen Part, glaube ich, für dieses Mal hier so, und ach, ich kann ja auch nicht sprechen. Ich habe Hunger. Naja, gut, jedenfalls, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Ja. Aber sowas von, ey.